Hallo zusammen, kurze Meldung von mir. Nachdem wir letztes Mal oder ich letztes Mal geschleudert habe, das sind ja etwa 10-12 Tage her, da hat man ja die Honigräume teilweise zum Ablecken, zum Auslecken auf Völker drauf verteilt. Die kann man ja so wie es aussieht gleich stehen lassen, weil es Honig, das ist ja. Super gute Nachricht, es honigt. Also, das steht schon mal fest. Einzige Nachteil ist, wie ich schon geschrieben habe, dass es eigentlich Melezitose ist, was da eingetragen wird. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ist das Melezitose oder Melezitose? Ich glaube, dass das Melezitose richtig ist. Die Völker tragen es kräftig ein. Das ist schon mal positiv. Ich denke, dass das ja wie vor ein paar Wochen ergeben wurde, da hat Raps aufgehört zu honigen. Da gab es ein paar Tage mit Regen, eigentlich ähnlich wie jetzt auch. Die Temperaturen waren ähnlich wie jetzt, so 10, 12, 13 Grad. Und dann gab es erst mal ein paar Tage Melezitose. Und dann haben wir ganz normale Waldhonig bekommen. Deswegen glaube ich, dass dieses Mal auch so sein wird. Ich habe jetzt gerade hier so äußerste Wabe gezogen gehabt, beziehungsweise äußerste wird jetzt gerade gebaut. Die habe ich ja auch teilweise auch gegessen, das sieht man ja schön. Diese Honig schmeckt köstlich, das mag ich, diese Honig ist super, man kriegt das halt bloß nicht aus der Wabe raus. Man kann jetzt an dieser vorletzte Wabe sehen, das sind ja, ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, muss man vielleicht ein bisschen anders stellen. Da sieht man jetzt da oben, das sind diese gelbe oder ja, gelb-weißliche Zellen, die jetzt schon praktisch zu sind. Daneben sieht man aber auch Waldhonig. Das heißt, so wie es aussieht, honigt das parallel. Honig der Wald, die zwei Sachen werden parallel eingetragen. Und ich bin mir aber sicher, wenn es wärmer wird, oder ich hoffe es mindestens, oder möchte ich es so glauben, dass praktisch dann Melezitose praktisch nicht mehr eingetragen wird, weil die Läuse, die da praktisch die produzieren, die Wärme vielleicht nicht so vertragen, sage ich jetzt mal, wie die anderen Läuse, die normale Honig produzieren. Und ich glaube, dass das dann umschwenken wird, dass wir dann auch normales Waldhonig praktisch bekommen. Das Problem ist natürlich, dass man ja die volle Honigräume nach Hause schleppt und dann teilweise wieder zurückbringt, aber das ist so, wie dass es ja gar nichts zu holen ist. Man sieht jetzt schön, dass diese Honig schon eigentlich nach zwei Tagen, schätze ich mal, höchstens drei schon eigentlich kristallisiert ist. Man könnte rein theoretisch jetzt auch schon schleudern, das was bis jetzt eingetragen worden ist, und das nochmal dazu und dann wär's das. Aber ich lasse jetzt mal laufen und dann sieht man ja weiter. Auf jeden Fall positiv, es honigt wieder. Ein schöner Gruß von mir. Ich probiere es mal bloß, wie das dann noch schmeckt, aber ihr wisst ja, das ist ja Top-Sache. Also schöner Feiertag, schönes Wochenende.